Ja, Leute, heute ist wieder Fußballtraining. Auch wenn wir Winterpause haben, trainieren wir natürlich. Und in der Winterpause läuft es natürlich ist bei jedem Fußballverein. Ob es jetzt in der Kreisklasse, so wie bei uns, bei den Amateuren, oder auch in der Bundesliga läuft es immer härter zu. Das heißt, man trainiert für die Rückrunde viel Kondition, viel Kraft, um die entweder besser zu werden oder einfach seinen Erfolg anzuknüpfen aus der Hinrunde. Deswegen trainiert man. Und ja, das tun wir auch. Und dadurch, dass ich meine Hand ja gebrochen habe, kann ich nicht mittrainieren. Deswegen leite ich das ganze Torwarttraining jetzt in der Winterpause. Und wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin. Aber auch sehr, sehr laut werden kann, wenn es nicht nach meiner Nase läuft. Aber ich denke mal, so Leute braucht man auf dem Fußballplatz oder abseits vom Sport. Ja, sowas wird halt gebraucht. Und das habe ich heute mal gemacht und das habe ich auch alles gefilmt. Also, seht selbst. Viel Spaß. Also schnell hoch und wieder zurück. Genau, es geht darum. Genau. Zack, zack, zack. Da schön mit Tempo, bam, bam. Und dann hier. Und dann dich wieder da anstellen. Es geht nur um diese zwei Übungen. Zack, zack. Ja, dass du schnell wach bist. Du musst nicht wieder hin und her laufen. Zum Torwarttraining gehört ja nicht nur aufs Tor schießen, Bälle halten. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig als Torwart, klar, wenn nicht das Wichtigste. Aber als Torwart musst du auch, wie die Feldspieler, musst du einfach Kondition haben. Du musst dich, wenn du viel Kondition hast, kannst du dich auch gut konzentrieren. Und Kraft ist sehr wichtig. Ja, besonders in den Oberschenkeln, damit du schön weit abspringen kannst, damit du auch mal einen Ball aus der Ecke halten kannst. Und Max, das Ding, was ich die ganze in der Vorbereitung sehr stark trainieren werde, ist hohe Bälle. Also die er halten muss, wenn er mal weiter vom Tor steht, weil er kann eins nicht trainieren und das ist Größe, weil das hat man oder hat man nicht. Und deswegen habe ich das hier mit dem simuliert und zwar ein paar höhere Bälle geschossen. Du machst die nicht auf Tempo, die Sprünge, ja. Die gehst du einmal links rum, zack, 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 einmal wie im Kreis, ja, kannst außen oder innen rum, ist egal, nach dem Hütchen auf dem Orange kommt das runter. Okay? Wichtig ist, dass du die Übung vernünftig machst, ne? Ja. Schön, schön breite Haltung, zack, 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 ja? Ja. Okay, warte, ich sag dir Bescheid. Wenn ich mir die Aufnahmen angucke, ich habe jetzt zweimal 45 Minuten Aufnahmezeit nur an Torwarttraining. Das heißt, 90 Minuten sind anderthalb Stunden, wo ich Max wirklich nur getriezt habe. Der hat ja nicht nur das Torwarttraining gemacht, sondern hat auch das Circle-Training, was ihr im Hintergrund seht, 4 Minuten gemacht. Also ein Lauf ging 4 Minuten, das hat er 3-mal gemacht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Max gut geschlafen hat gestern. Ne, Max? Viele Grüße. Wichtig ist, dass du bei der Übung, guck mal, ich zeig dir nochmal die Haltung. Dass du quasi abspringst, zack, zack, kurze, schnell, so, im Kreis. Ja, aber du hast immer so gemacht. Wenn du hektisch. Guck mal, nochmal, springst quasi ab, diese Haltung nach vorne, Oberkörper gerade. Dann kann das auch weiter nach da machen, ich glaube, das ist einfacher. Ja, so, zack, zack. Wichtig ist der Oberkörper, ja? Ja. Da kommst du nicht ran. Sauber, Max. Sauber, Max. Ja, Leute, ich liebe Wintertraining, dann kann man alle richtig trizen, aber Kondition hört natürlich dazu und gerade jetzt in der Rückrunde ist es wichtig, dass wir auch mal 90 Minuten durchspielen können mit voller Power. Deswegen machen wir das Ganze, das ist ja nicht nur aus Spaß, ne?
We sit and we laugh, we talk about everything. Everything. And now when I'm out, I don't talk about anything. Talk about anything. I got to change the fame and the shadow brings. I guess it's with everything. I'm trying to Coachella things.